Das Problem ist halt einfach der, der schneller rausrammt, der hat es meistens. Und so richtigen Artefakt-Hate haben wir halt nicht drinnen. Aber die Hand, die schaut schon einiges besser aus. Ein Unterschied wahrscheinlich in seiner Liste, der es auf jeden Fall besser macht, ist auf jeden Fall Lotus Paddle. Aber das ist mir halt für Pauper Deck einfach zu teuer. Okay, das scheint ja schon mal ganz gut zu gehen. Podcast. Da haben wir schon einen unglaublichen Vorteil, wer in der Runde nichts legen kann und nächste Runde. Drei. Ziehen wir drei Karten. Das sollte dann schon was dabei sein. Ne? Jetzt dürfte es das eigentlich gewesen sein. Also, da kann er normalerweise nur schwer nachrampen. Überhaupt, wenn er Draw Spells spielen muss. Und da haben wir gewonnen. Ja, wie gesagt, in dem Match geht es halt eindeutig darum, wer besser rammt. Vielleicht drei Pyroblast. Statt die Schamanen. Ich meine, die räumen schon ab, aber wirklich stören uns nur die Flieger. Und wir können halt die Draw Spells countern und seine Flieger hinmachen. Aber die spielt, wissen wir nicht. Und die Rush of Knowledge sind sowieso ein wichtiges Target, weil der die resolved, der soll es im Normalfall auch gewonnen haben, außer er ist zu weit hinten. Ja. Er fängt dann nämlich an. Wir haben wieder die Einlandhand. Wir ziehen. Allerdings haben wir jetzt schon zwei Sphären. Und selbst wenn wir das Land jetzt nicht hitten, können wir uns reinziehen. Das ist schwierig. Aber da geht es halt wirklich runter zu gehen, und wenn die nächste, das spielt halt verflucht wenig Länder, und wenn halt die nächste wieder nur ein Land hat, dann ist es halt einfach die eine Karte weniger. Und wir behalten es einmal. Weil er das irgendwie hinmachen will, warum auch immer. Okay. Triple Throgmite. Da legt er einen Mirror Enforcer und dann ist alles von Arsch. Ja. Quantensreiz ist natürlich die Frage. War jetzt ganz schlecht gespielt.
Und dass wir das zweite Set nur nachgezogen haben, war dann nur die Draufgabe für unser schlechtes Spiel. Wenn er jetzt Rush of Knowledge hat, ist natürlich. Und er scheint es zu haben. Ich meine, wir haben das Rush of Knowledge auch, aber. Hat eindeutig die fetteren Viecher rasen. Und hat einen Counter. Indeed he has. Tja, das ist natürlich. Er hat's angefangen. Er hat's als erster resolved und das werden wir wohl verlieren. Zurzeit besteht die einzige Hoffnung darin, dass wir es mit dem Flieger gewinnen können. Was eher unwahrscheinlich ist. Ja, das war's dann. Dagegen kann man eigentlich nichts mehr machen. Also er zieht jetzt bis zum Ende keine Flieger. Okay. Nicht, dass es einen Unterschied machen würde, aber. No Rush. Naja. Aber sagen wir so, der Draw von uns wäre schon ganz okay gewesen gegen ein anderes Deck. Da hat es halt nicht gereicht.